Hi, ich bin Hendrik, ich bin 32 Jahre alt, ich wohne in Berlin und ich habe Gott vor einem Jahr kennengelernt. Ja, vor anderthalb Jahren war ich total auf der Suche. Ich habe Party gemacht ohne Ende, ich habe irgendwie super viel Alkohol getrunken, war ständig unterwegs und ich habe irgendwie gemerkt, ich habe da so ein Loch in mir drin, was ich einfach mit blöden Sachen fülle einfach, ja. Und ich bin dann eine Nacht nach Hause gekommen, nach einer Party, habe mich aufs Bett gelegt und habe wirklich so gesagt, ich kann das nicht mehr machen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und ich gemerkt habe irgendwie, es kann so nicht weitergehen, mein Leben war irgendwie total am Ende. Und ich habe dann so ins Nichts hineingerufen und habe dann aber auch später irgendwie gemerkt, eigentlich war das mein erstes Gebet. Und dann ist aber erstmal nichts passiert. Ich bin dann 3 Monate nach Peru, habe mir so eine Auszeit gegönnt und war bei so einem eigenartigen Schamanen. Ich dachte, dann bekomme ich die Antworten auf alle meine Fragen, so was soll das Leben und so weiter, was bringt das eigentlich alles hier. Und die Antworten, die ich da bekommen habe, waren, es gab eigentlich keine Antworten. Ich hatte danach eigentlich nur noch mehr Fragen als vorher und ich habe bei diesem Schamanen wirklich gemerkt, da ist so viel Dunkelheit auch und ich war danach noch viel verwirrter als vorher eigentlich. Ich bin dann zurück nach Berlin und habe mir dann die Frage gestellt, wo kann ich denn das Gegenteil von dieser Dunkelheit finden, die ich in mir trage? Und ich dachte, ich probiere es einfach mal mit der Kirche. Ich gehe einfach mal zum Gottesdienst. Und dann war ich bei mir um die Ecke in meinem Kiez beim Gottesdienst mehrere Wochen hintereinander und habe dort aber Gott irgendwie nicht so richtig kennengelernt. Ich habe mich da, um ehrlich zu sein, ein bisschen fehl am Platz gefühlt. Und dann habe ich nach der 6. Woche Gottesdienst auf dem Nachhauseweg habe ich dann zu Gott gebetet, das erste Mal richtig bewusst, habe gesagt, Gott, ich möchte dich kennenlernen. Wo bist du? Ist es das, was ich jetzt hier machen soll, zum Gottesdienst gehen? Lerne ich dich hier kennen? Und es war so cool, weil 2 Tage später hat mir einer auf der Straße so einen Flyer in die Hand gedrückt. Da stand drauf, Einladung zum Alpha-Kurs. Und Alpha-Kurs ist so ein Glaubensgrundkurs, wo man einfach hingehen kann, seine Fragen stellen kann, mit anderen Menschen gemeinsam Zeit verbringt. Und ich habe mich dann da hingetraut, war erst total skeptisch, aber hatte dort eine richtig gute Zeit. War dann da mehrere Wochen, habe alle meine Fragen gestellt. Habe dann auch verstanden, was es mit Gott und mit Jesus auf sich hat, dass Jesus Gott ist und dass wir ihn in unser Leben einladen können. Und das habe ich dann auch gemacht und ich habe ihn dann kennengelernt. Ich habe Jesus in mein Leben eingeladen und habe wirklich diese ganze Dunkelheit, die ich in mir drin hatte, abgegeben und habe wirklich gemerkt, so wie so wirklich so ein Licht in mir angeht. Und das war einfach wunderschön. Und so habe ich Gott kennengelernt. Und jetzt bin ich schon 1 Jahr mit ihm unterwegs und bereue das überhaupt nicht. Ich kann es nur jedem empfehlen, Jesus einzuladen. Gemeinde bedeutet für mich, gemeinsam wachsen, gemeinsam Gott immer mehr kennenlernen und gemeinsam Zeit miteinander verbringen. Ja, das ist Gemeinde für mich und ich bin inzwischen super gerne auch im Gottesdienst. Schön, dass du hier bist. Wenn du noch mehr Videos von unserer Reihe Challenge Hoffnung sehen willst, dann klick hier. Und wenn du wissen willst, wie man mit Jesus leben und ihm begegnen kann, dann klick hier.